Hallo, meine Lieben. Und zwar bin ich total aufgebracht. Und zwar muss ich jetzt ein zweites Mal aufnehmen. A, weil ich einen Fehler gemacht habe und B, weil die ganze Aufnahme ohne Mikrofonaufnahme war. Das heißt, ihr habt die Sims gehört, aber nicht das, was ich in dem Moment gesagt habe. Und das ist natürlich ziemlich unpraktisch in einer Aufnahme von 20 Minuten, wo wir ja hier keinen Stummfilm veranstalten. Denn heute geht es mal wieder in den Tempel. Denn Annie braucht ein bisschen Zeit nachzudenken. Denn sie weiß, dass sie langsam einen Partner für die Kinder braucht. Und auch alleine hier zu Hause mit dem, was sie alles zu tun hat, Gärtnern, Hühner, Kinder, Katze, auch gerade tierisch überfordert einfach ist. Und deshalb, ja, an Geld kommen wir ja zwar ziemlich schnell, aber an Butler und sowas können wir ja nicht holen. Ja, und jetzt kommen wir erstmal zu drei Dingen. Und zwar hat Anni von mir jetzt ein Indianer-Anni-Outfit bekommen. Ich hoffe, dieses Outfit gefällt euch auch. Das habe ich mir jetzt aus dem Dschungelpack einfach mal gezockt. Dann will ich aber die Pflanzen nicht wegschmeißen. Deswegen habe ich jetzt für Anni noch eine Aufbewahrungsbox gekauft. Die stellen wir hier hin mit Dingen, die wir eventuell selber behalten wollen oder finden oder gebrauchen können. Hier suche ich jetzt nur noch mal so ein bisschen die geeignete Farbe. Das wirkt so ein bisschen benutzt und so. Das könnten wir ganz gut nehmen. Und dann habe ich einmal das Katzenklo jetzt nach hier oben verschoben. Habe dafür die ganz kleine Nische jetzt nämlich genutzt. Und brauche jetzt aber noch diese eine Lilie, bevor ich die Pflanze entwurzeln kann und werde sie mit in die Aufbewahrungsbox packen von Anni. Ich habe die Hühner einmal komplett erneuert, denn es sind alle gestorben, auch während des Bauens alleine schon. Ja, und wie gesagt, Anni wird jetzt in den nächsten paar Folgen Dates haben. Und jetzt würde ich vorschlagen, wollen wir auch nicht lang schnacken. Und mit Anni mal losziehen. Und ich würde mich melden, wenn Anni am Tempel angekommen ist. Also gleich. So, Leute, wir sind mittlerweile am Tempel angekommen. Anni hat übrigens einen Teller bekommen durchs Durchreisen gerade. Der wird uns also richtig Geld geben. Und ich bin gerade total fasziniert, denn ich hatte herausgefunden, schon vor ein paar Tagen, dass es vier verschiedene Tempeltypen gibt. Das heißt, es ist niemals, wenn ihr hier hinreist, dasselbe, weil es gibt vier verschiedene. Also es lohnt sich immer wieder mit euren Sims hier auch hinzureisen. Anni wird den ganzen Quatsch jetzt mal ausgraben. Ich bin auch sehr gespannt, ob wir heute wieder den Tempelwächter treffen oder nicht und ob es wieder Humerus ist oder nicht, weil wo ich das letzte Mal jetzt hier war, wo es ja keine Tonaufnahme zu gibt, haben wir Carlos Santos getroffen. So, und ich bin gerade sehr fasziniert, denn wir haben so einige Schätze jetzt auch noch gefunden. Und deswegen gebe ich halt auch gerade die Gartenarbeit auf. Unser Gartentisch ist noch völlig voll mit sämtlichen Pflanzen. Essen kann ich ihr jetzt auch noch geben. Und ihr seht, was Anni noch alles ausgraben muss. Also, ich denke mal, ich weiß nicht, was ihr realistisch findet. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ab wie viel Simoleons könnte Anni sich sozusagen eine Art Funkgerät basteln, bauen, um Kontakt nach außen herzustellen, um herauszufinden, wo sie quasi ist, um in die Zivilisation auch wieder zurückzukehren. Ich bin nämlich sehr gespannt, was ihr dazu nämlich sagt, denn ich würde ganz gerne in Red-Eye-Schule spielen. Ich weiß, ihr habt euch eine Dorfschule gewünscht. Finde ich auch eine geile Idee. Aber ich könnte mir auch vorstellen, weil wenn Annie jetzt wirklich Ärztin werden möchte, müsste sie ja auch bald so langsam mal wieder zurückkehren in die Zivilisation. Ihr seht hier auch schon, Faultier zwinkern. Das Faultier hat uns nämlich diesen wundervollen Smaragdteller gegeben, den auch die Staubis besorgen. Und ich möchte jetzt einfach mal mit Anni herausfinden, welches uns jetzt gleich hier helfen wird. Weil, ja, wir haben Salvadorada-Kultur jetzt mittlerweile auch voll. Ich habe mich bemüht, bei Anni die Geschicklichkeit ja hochzumachen, damit sie das Bett herstellen konnte. Und auch Logik habe ich jetzt nochmal auf Level 4 in eurer Abwesenheit gebracht, weil Anni war bei ganz knapp über 2. Also sie ist halt auch schon fleißig dabei. Oh, sie geht jetzt nochmal ausgraben. Okay. Ja, und hier kommt unsere Anni jetzt zurück und ich liebe ihr geiles Outfit, ne? Ihr Archäologen-Outfit. Bin mal gespannt, welcher Mechanismus es werden sollte.
Das Coole ist, das Charisma hier hochgeht, finde ich ja so interessant. Ne? Als würde sie mit dem Totem quatschen und ihm eine Rede halten, damit er das alles offenbart. Aber gut, können wir mit um. Weil ich würde ganz gerne zukünftig, wenn in Urlaub, gerne hier hinfahren, weil mich nervt an dem, es ist so schön, der Mod auch ist, aber mich nervt halt, ihr seht, ich kann außen nichts anklicken. Und zumal die Wege gehen auch immer wieder zu. Das nervt mich auch so ein bisschen. Und es wäre halt realistisch, dass Anni sich dann halt auch nochmal ein kleines, süßes Familienhaus irgendwo aufbaut. Vielleicht auch, dass eins ihrer Kinder eine Ranch gründen möchte. Kinder können ja nachher quasi auch noch reiten, dass sie dann sozusagen auch wirklich in die neue Welt gehen. Jetzt habe ich gar nicht mitgekriegt, welcher Auslöser das ist. Die sind es alle schon mal nicht. Und da gibt es nur die eine Möglichkeit für uns. Das ist super. Und somit ist der Weg für uns nach unten frei. Oha! Okay, die machen schon mal nichts mit uns. Annie, dann gehst du hier jetzt untersuchen. Hier untersuchen. Oha, ich muss drei untersuchen. Das wird lange dauern. Ja, Klo und sowas geht alles noch ganz gut. Ich gebe Annie auf jeden Fall jetzt gleich nochmal eine Banane und eine Tomate zu essen. Fusionieren wollen wir ja auch langsam. Mir fehlen nur Unterteile. Vielleicht können wir ja auch schon mal sagen, dass, na, wir machen es lieber zu Hause. Annie hat herausgefunden, dass das Tor mit diesem Mechanismus geöffnet werden kann. Tatsache. Dann können wir uns nämlich die anderen jetzt schon sparen. Haben wir ja Schwein gehabt, haben wir gleich den richtigen gefunden. Das sieht aber auch interessant aus, ne? Also ich lieb's ja. Also ich liebe das Pack. Ich erforsche es ja für mich quasi auch das erste Mal. Sarah, ich kenne dich nicht. Ich weiß nicht, was du möchtest. Aber ich weiß, dass ich endlich einen Schatz finden möchte. Oh, war es das schon? Da ist doch noch eine Kammer. Haben wir jetzt die einfachere und kleinere Form gekriegt? Wäre ja cool. Oh, wir haben ein Artefakt bekommen. Das hier ist es. Noch ist es nicht viel wert. Ach nein, hier unten. Okay. Das ist natürlich cool. Mal gucken, was dabei rauskommt, wenn wir das authentifizieren. Weil brauchen wir ja gar nicht mal reisen. Anni kriegt ja jeden Tag im Moment sozusagen Post in ihrem Archäologenstatus. Also mit Archäologie kann man echt Geld machen. Und ich bin da auch echt fasziniert von. Nur Anni ist ja gerade zum Kopf abschalten hier. Und ja, natürlich vermisst sie ihren Mann, den Alec. Und auch nicht gerade wenig. Auch wenn Alec jetzt hier schon Verschwindibus ist. Oder? Ja. Alec ist, sein Geist ist entschwunden. Aber sie weiß, dass sie auf Dauer die Kinder nicht mehr alleine großziehen kann und auch auf jeden Fall ein bisschen Hilfe braucht von jemandem. Sie tut sich noch sehr schwer damit. Und ich habe jetzt nicht gelesen. Wer lesen kann, wäre klar am Vorteil gewesen. Aber es dreht sich. Das ist ein gutes Zeichen, oder? Oh, es dreht sich zurück. Nein, wir können hier durchgehen. Oh mein Gott. Oh, es geht unten weiter. Interessant, interessant. Ja, dann wirst du das jetzt mal untersuchen hier. Auch so schön, ne? Was? Das scheint jetzt dann eventuell die letzte Tempelstufe zu sein. Ich weiß es nicht. Oh nein, wer wurde denn hier alles adoptiert? Turner-Haushalt. Eieiei, da ist irgendjemand gestorben. Okay. Ich hoffe nicht, dass du jetzt Turner heißt. Nee, Urima. Du geheiratet? Wäre ja schade. Sie bräuchte ja eigentlich auch noch mal einen Partner, ne? Und ja, ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Also ich möchte mit den beiden auf jeden Fall nicht aufgeben. Gerade mit ihm nicht. Ich finde ihn ja wirklich putzig. Ich glaube, interessant wird nachher die Frage, ob Anni sich vorstellen könnte. Oh, ist alles unten? Okay, wir gucken jetzt mal uns den noch an.
Oder stand, Anni hat herausgefunden, dass das Tor nicht mit allen Auslösern sich öffnen lässt. Okay. Ich habe jetzt ja noch die Hoffnung, dass das hier ein bisschen weiterhelfen könnte. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben hier nur eins. Muss kokett sein. Da hilft uns ja Gott sei Dank diese Gucci-Beere. Verspielt. Die bringt uns in den Rausch, den wir brauchen. Das Coole ist ja auch, dass man mit der einen Beere hier echt eine Schreibblockade wegmachen kann. Also für Autoren ja auch praktisch, ne? Oh, es glitzert, es glänzt. Und wir sind durch. Yay! Oh, hier ist zu Ende, Leute. Dann machen wir hier jetzt die Schatztruhe auf. In den Gärten habe ich letztes Mal, wo die Schatztruhe übersehen, da stand bei mir in den Kommentaren, dass wir da doch eine Schatztruhe hatten. Oh, mega. 2139 Simoleons waren da drin, Leute. Great! Anni! You are my Richie Rich Girl. Richtig cool. Oh, guckt euch diesen Zettel. Oh mein Gott! Anni, schnell nach Hause! Geh schnell nach Hause. Also ich würde es realistisch finden. Also ihr sollt es mir in die Kommentare schreiben. Also es sollte jetzt auch nicht zu wenig Simoleon sein. Also ich meine, mal Technikteile kosten viel Geld. Die Leute im Dschungel haben Schwierigkeiten, da ranzukommen. Und wenn es dann in den Dschungel geliefert wird, wird es auch wahnsinnig teuer sein, weil die werden hier viel von Spenden und sowas leben. Also ich könnte mir schon so 150.000 Simoleons, könnte ich mir vorstellen. Aber vielleicht bin ich ja auch ein bisschen zu krass unterwegs. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, was ihr mir für Summen so in die Kommentare schreibt für die Zivilisation. Weil das jetzige Haus hätte ich schon ganz gerne als Ferienhaus nachher auch irgendwo behalten. Selva Dorada ist auch dann noch lange, lange, lange nicht fertig. Ich werde gleich mit euch auf jeden Fall nochmal den neuen Dorfplatz besuchen. Der ist auch noch lange nicht fertig. Aber das, was schon da ist, finde ich sehr, sehr schön, was wir im Twitch-Stream schon gemacht haben. Heute Abend werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter dran bauen im Twitch-Stream. Ab 21 Uhr. Guck mal, Anni hat Glatze. Jetzt sind die Haare wieder da. Sehr cool. Aber ja, ich möchte solche Sachen, auch wenn die jetzt hier Geld kosten, möchte ich halt gerne als Ausstellungsstück bei uns zu Hause hinstellen. Also wenn wir sowas vielleicht noch mal ein zweites Mal kriegen oder, na, man weiß es ja nicht, ne? Aber sowas ist halt etwas ganz Besonderes, was man hier findet. Und ich könnte mir vorstellen, dass Anni auch so eine kleine Ausstellungstruhe dann nachher zu Hause haben könnte. Ja, bin ich mal sehr gespannt. Jetzt ist sie ja erstmal auf dem Weg nach Hause. Sie hat jetzt 25.000 Simoleons. Und natürlich kann sie auch erst zurück, wenn ihr Dschungelhaus natürlich fertig ist. Aber ich hatte mir halt überlegt, ihr habt euch ja jetzt nochmal so eine Dorfschule gewünscht. Ich will gleich nochmal mit euch in den Weltverwalten-Modus, was ihr von meinen Ideen haltet. Weil Selva Dorada ist ja jetzt quasi sozusagen auch schon voll. Das geht ja, ne, hier waren ja jetzt auch nicht so viele Grundstücke, die uns zur Verfügung stehen. Und ich muss dann auch noch mal ziemlich viel im Offscreen mitbauen, denn ich werde Kalias Haus noch mal ein bisschen umbauen. Das wird ja dann auch ein Ferienhaus. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie eine WG mit Kalia aufmacht. Dass Kalia mitkommt und wir vielleicht Kalia auch noch mal einen Mann besorgen. Oder eine Frau, je nachdem, was sie halt möchte. Man weiß es ja nicht. Ich weiß nur, sie hat irgendwie ja was mit Clemens Frost gehabt. Mit dem Weihnachtsmann. Da möchte ich jetzt so auch nicht zwischenfunken. Vielleicht könnte auch was mit Anni und Kalia laufen, aber dann hätte ich immer wenigstens einen Sim, der auch mal mit auf die Kinder aufpasst. Weil sie ist ja eigentlich nur mit King Julian sehr eng fasziniert, aber bekannter, gut kompatibel. Er ist erwachsener. Ich meine mal, unattraktiv ist er ja auch nicht, wenn man den mit CC bestimmt ein bisschen aufhübscht. Wenn man den Hut und den Schnurrbart wegnimmt, hat er also ein bisschen was von den Thorn aus, wie heißt das Pack jetzt? Ab an die Arbeit, wo man schauspielen kann. Den Schauspieler, Musiker, Komiker, was auch immer.
So, weil jetzt hat Annie auf jeden Fall eine Menge zu authentifizieren und herzugeben. Ich werde jetzt erstmal in die Schatztruhe die teuren Sachen reinpacken, damit ich nicht aus Versehen die auch verkaufe. Das möchte ich nämlich nicht. Und jetzt muss ich das ja alles erstmal verkaufen. Aber ich möchte jetzt endlich mal wissen, was das ist. Fusionieren mit. Davon haben wir nur eins, also nehmen wir das. Okay, das baut Annie jetzt zusammen. Oha. Oh, wir brauchen einen veredelten Kristall. Wo kriege ich den denn jetzt her? Leute, wo kriege ich denn jetzt einen veredelten Kristall her? Kristall veredeln. Ach, guck mal. Ich liebe Feuer. Wir nehmen jetzt einfach mal diesen Feuer noch. Anni, ich weiß, du musst auf Klo, ne? Aber du rennst ja noch normal. Habe ich ja noch Glück gehabt. Habe ich ja noch Glück gehabt. Ich bin so gespannt, was da rauskommt. Ich hab ja mit dem Pack jetzt auch so noch nie gearbeitet, ne? Ist der fertig? Oh ja, er ist fertig. Wir tun ihn jetzt mal hier wieder rein. Oha, wir sollten alle veredeln, dann sind die ja noch mehr Geld wert. Kristall einsetzen. Und der ist auch noch ungewöhnlich. Ich wurde mit einem Fluch belegt? Mit was für einem Fluch? Wieso gehört mir das Objekt denn nicht? Ist ja strange. Schön dekoriert, Gunst der Genüglichkeit und blitzblanke Umgebung. Okay. Keine Ahnung, was das bringt. Vielleicht schreibt ihr mir das mal in die Kommentare. Vielleicht wisst ihr darüber ein bisschen mehr als ich. Aber ihr seht, wir haben auch noch eine Menge jetzt zu verkaufen, was Anni hier jetzt noch drin hat. Jetzt kommen ja auch noch diese ganzen Emotionsbären hoch. Ich werde im Off, denke ich, nochmal mit Anni das hier so ein bisschen leer verkaufen und ein bisschen noch ausgraben, damit wir uns jetzt mal so ein bisschen auf ihre Love Story konzentrieren können. Weil ihr seht, Anni hat noch eine Menge zum Ausgraben und wenn das alles in den Verkauf geht, eieiei, dann sind wir ja wirklich reich, Leute. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und Feier im Herzen.